Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge im Spiel Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, auf geht's. Letzte Folge haben wir mal einen glorreichen Abgang gemacht, indem ich bei der letzten Folge mal ordentlich weggesprengt wurde. Und ich bin wie ein Kater, der hat mehrere Leben. Und deshalb bin ich noch hier mit meinem Team. Einerseits die Melitus, der Mischu und die Rin. Sei gegrüßt. Hallo. Hallo. Na, wie schaut's aus? Haben wir schon so einen Bomb-Squad-Namen oder noch gar nicht? Nicht? Ja, müssen wir mal auch was einfallen lassen, denn wir werden ja langsam zu Profis, oder ihr sagt ihr. Noch nicht. Noch nicht. Nein, Mischu, kein Nuttenbus. wo du sagst. Oh, Rin. Jetzt hast du Mischu auf falsche Gedanken gebracht. Jetzt ist er abgelenkt, jetzt schafft er keine Bombe mehr zu defusen. So. Na gut, legen wir mal los. Wir waren stehen geblieben hier bei One Step Up. Da bin ich ja glorreich mal weggesprengt worden. Also jetzt müssen wir es schaffen. Da haben wir es mit dem Vokal verkackt, ne? Ja, wir. Oder ich. Du. Ja, ich muss mir das mal anhören in der letzten Aufnahme, ob ich da echt das I verschluckt habe. Naja, egal. So. Also, auf geht's. Bombe, die werden wir auf jeden Fall schaffen jetzt hier. Start. Ach Gott. Also, anstrengend. So. Legen wir los. Wir haben 21.56 Uhr laut unserer Uhr, die hier links liegt. Keine Ahnung, wie viel da ist. So, 5 Minuten und die Zeit läuft jetzt. Also, wir haben Kabel zuerst mal. Wir haben insgesamt 6 Kabel wieder. 4 Kabel davon sind schwarz, ein Kabel ist gelb und ein Kabel ist blau. 6 Kabel insgesamt. Kein weißes, oder? Kein weißes, nein. Kein rotes. Nee. Hört ihr mir echt zu? Dann das vierte, dann oder? Das letzte. Was, vierte ja. Oder letzte? Das letzte. Nur kein okay. Rotes Kabel. Ja, kein rotes, ja. Okay, passt. Wir haben einen blauen Knopf, kennen wir glaube ich ja schon, mit dem Namen Abort. Blauer Knopf Abort. Behalten Sie den Knopf gedrückt und lesen Sie bei eingedrückten Knopf loslassen weiter. Was? No. Den Knopf drücken und gedrückt lassen und dann sagen, welche Farbe der Streifen bekommt. Genau. Ich bin verwirrt drin. Gelb. Bei 5 loslassen. Bei 5? Fuck. Also muss irgendeine Ziffer 5 sein? Oder die letzte? Irgendeine. Achso, ja, das passt. Okay, jetzt haben wir wieder hier unser Display-Ding. Display-Ding mit einer 2. Und merkt euch, welche Position wo war was. Mit einer 2. 2. Dann den Knopf in der zweiten Position drücken. So, Knopf in der zweiten Position. Das ist eine 2. Okay, hat gepasst. Was steht denn da? Jetzt haben wir wieder eine 2 auf dem Display. Dann wieder den in der zweiten Position, oder? Ja. Okay, das ist dann eine 3. Okay, hat gepasst, gut. Eine 2 wieder. Das gleiche. Wieder die zweite Position. Die zweite Position ist eine 2 jetzt wieder. Passt. Display mit einer 1. Dann wieder die zweite Position. Seid ihr sicher? Ja. Okay, passt. Noch einmal brauchen wir. Was war das für eine Zahl? 4 haben wir. War ich jetzt nicht? Habe ich auch gerade gesagt, oder nicht? Na, welche Zahl hast du im Display jetzt stehen? 4. Jetzt habe ich eine 4. Ja. Selben Knopf. In Stufe 3. In Stufe 3 war das. Das war wie in Stufe 1, also die zweite Position wieder, ne? Ja. Oder? Genau. Zweite Position. Ja. Nein! Hä? Die zweite Position war falsch. Oh, wir müssen von vorne anfangen. Scheiße. Okay, dann nochmal von vorne. Display 1. Dann die zweite Position. 1 habe ich gedrückt, ja, passt. Display ist eine 4 jetzt. Und was war auf der zweiten Position für eine 2, die du gedrückt hattest? Das müsst ihr dann merken. In derselben Position Stufe 1, also 2. 2. Also zweite Position. Also auf der zweiten Position ist eine 1. Okay. Ja, weiter geht's. Display ist eine 2. Derselben. Wieder zweite Position, ja. Nein. Selben Aufschrift steht da. In Stufe 1. Was war denn auf 1? Was war denn bei der ersten Stufe? Keine Ahnung! Ja.
Leute. Eine 1 oder nicht? Jetzt sag was, wir haben eine 1 mit 15. Drück mal die 1. Die 1, Taste, also Zahl 1. Ja. Paste, okay, weiter. Display 1. Noch 1 Minute 3. Bei welcher Stufe sind wir jetzt? Bei Stufe 4. Was hat zack das Display? 1. Mach schneller. In derselben Position wie in Stufe 1. Also Stufe, zweite Position 2 war das, ja. Was muss ich jetzt machen? Position 2 drücken. Okay, Position 2 war eine 4. Auf dem Display ist auch eine 4. 37 Sekunden, wir müssen ein anderes Modul machen. Stufe 3. Oh Gott, was war auf Stufe 3 für eine Aufschrift? Keine Ahnung. 25 Sekunden noch. Das war 2. So drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 1. Ja, was war die Aufschrift der Stufe 1? 4 oder nicht? Eine 4, ja. Nein! Oh, wir sind im Arsch noch 5 Sekunden. Nein! Nee, du explodieren! Nein! Wir sollten uns echt jemanden aussuchen, der sich die Zahlen merkt. Ihr sprecht euch ab! Ich hab versucht, das mitzuschreiben, aber das ist so. Keine Ahnung. Weil du brauchst ja die Zahl, die am Display steht, dann brauchst du die Position und du brauchst die Zahl, die quasi auf der Position gestanden hat. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ah, ich merke mir die Zahlen dann jetzt einfach. Also wer macht hier was jetzt hier? Ich mag nicht nochmal sterben. Nee, ich versuche das jetzt alles mal mitzuschreiben. Und zwar, du musst dann immer ansagen, die Zahl, die am Display steht. Wenn wir dir die Position sagen, die du drücken sollst, dann sagst du immer die Zahl, die auf der Position steht, die du drückst. Ja, mache ich eh schon. Aber ich sag die Display-Zahl und das, was ich drücke. Ja. Okay, nochmal, seid ihr ready? Ja. Ja. Also, alles schön mitschreiben. Auf geht's. Das müssen wir jetzt schaffen. Es kann nicht sein, dass wir schon bei der vierten Bombe hier versagen. Oh mein Gott, ey. Also, Concentration. Also, wir haben 22 Uhr 1 auf meinem kleinen... Was ist das hier eigentlich? Eine Uhr? Ein Wecker? Egal. So, also, auf geht's. Bombe läuft. Wir haben Krüppelzeichen. Krüppelzeichen sagen Folgendes. Einmal haben wir ein X mit einem I in der Mitte. Dann haben wir ein umgekehrtes P, was ausschaut wie ein Notenschlüssel. Dann haben wir wieder so ein Mannequin mit drei Beinchen und so einen Krüppelarm. Und dann haben wir eine 6. Als erstes die 6. Ja, passt. Dann den Notenschlüssel. Passt. Dann den Krüppelsmiley, Krüppelstrichmännchen und dann das X mit dem I. Krüppelsmiley? Okay, ja, passt. Sehr gut drin. Nochmal Krüppelsymbole, weil es so schön war. Diesmal haben wir wieder einen Notenschlüssel, also umgekehrtes P. Dann haben wir ein umgedrehtes C mit einem Punkt in der Mitte. Dann haben wir ein B mit einem T innen drin kombiniert. Und dann haben wir so ein Smiley, was ausschaut, wie das würde eine Zunge rausstrecken. Also umgekehrtes C, Notenschlüssel. Dann haben wir ein B mit einem T in der Mitte und ein Smiley. Also umgekehrtes C, ja? Richtig. Ist es nicht, was, ist es nicht was ein ist? Richtiges C? Richtiges C. Okay. Als erstes wahrscheinlich, glaube ich, den Smiley. Ja. Ja, passt, sorry. Was gab's denn noch? Den umgekehrten Notenschlüssel, dann das C. Nein, umgekehrter Notenschlüssel falsch. Und dann den Notenschlüssel. Was denn jetzt? Erst das C und dann den Notenschlüssel. Nein, C ist auch falsch. Was? Oh, nein, das kann ich. Was hast du als viertes Symbol dann? Das vierte ist das B mit dem T in der dann Mitte. Dann das B und dann das C und dann den Notenschlüssel. Das ja, passt. Ja. Verdammt. Noch einmal verkacken sie mir im Arsch. So, wir haben Mosaiksteinchen. Muss ich wieder die Seriennummer gucken? Ja. Ja. Da. Also G, D, P, E, E, 3. Also hat okay. Eine Vokal. Ja. Ja. Wir haben bisher also noch keinen Fehler, oder? Ist doch. Doch, wie viele? Zwei Fehler. Noch zwei einmal macht's bumm. Also wir haben ein rotes Lämpchen. Bei dem Mosaik-Ding. Okay. Dann grün. Passt. Also jetzt habe ich... Rot, gelb. Dann müsstest du... Geht's dann mit blau weiter? Wie funktioniert also das dann? Also erst dann grün und dann... Was hat jetzt geleuchtet? Rot und gelb leuchtet. Abwechselnd. Dann praktisch grün, blau, ne? Ist das eine Frage oder eine Ansage? Eine Frage. Vermutlich. Ey, Leute. Nein, ich... Hat's ja nicht geheißen, man muss die Sequenz wiederholen? Ja. Grün, ja, blau. Wiederholen. Also fängst du ja von vorne an. Drückst grün und dann blau.
Also ich drücke grün und dann blau. Und was dann? Musst du wieder warten. Jetzt habe ich... Was ist dazugekommen als dritte Farbe? Ja, warte. Ich habe rot, gelb, grün. Dann müsstest du jetzt grün, blau, gelb. Gelb, genau. Grün, blau, gelb. Ja, passt. Jetzt habe ich rot, gelb, grün, gelb. Also grün, blau, gelb, blau. Was? Ja. Grün? Grün? Ja. Blau? Ja. Gelb? Ja, und rot. Blau. 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 Passt. Okay, noch was Neues. Wir haben 6 Knöpfe mit Wörtern drauf. Wir haben noch 25 Sekunden, wir sind voll im Arsch. Ein Knopf steht left drauf, auf einem ready, auf dem anderen right, auf dem anderen press und yes. Und auf dem Display oben steht lead. Also ein Display mit Lead und darunter 6 Knöpfe und ich explodiere in 3 Sekunden. Rechts unten. Boom. Nein! Oh, das ist aber jetzt hart. Jetzt haben wir immer was Neues gehabt. Verdammt. Und explodiert. Egal, nochmal. Weiter geht's. Gibt keine Pause. Aber habt ihr gewusst, was ich jetzt meine zum Schluss? Welche Seite das war? Ist das Seite 9 gewesen? Oh, es geht schon los. Ja, also fangen wir mit an, mit Seite 9, falls das stimmt. Also, da oben auf dem Display steht Lead. Und darunter sind 6 Knöpfe. Auf dem einen Knopf links oben steht Your. Rechts daneben Ur. Dann Next. Rechts unten drücken. Was? Da steht Done. Also im Moment Lead, L-E-A-D oder L-E-E-D? Nein, L-E-A-D steht oben auf dem Display. Dann drückst du rechts unten den Knopf. Auf Done. Nee, ist falsch. Ein Strike. Okay, jetzt ist was Neues da. Jetzt steht da oben auf dem Display UR. Also UR. Und die 6 Knöpfe, da steht drauf Nothing, Blank, No, First, Okay und Press. Also links oben den Knopf, oder? Verstehe ich das einfach nur nicht. Was sagt der Rest? U ist die vorletzte Zeile, also ja. Das UR, und da ist ja dieses Auge auf dem links oben auf dem Feld. Also müsste das der Knopf sein, oder? Funktioniert das anders? Drin lebst du noch? Ich versuch das gerade zu verstehen. Ich versuch da gibt's ja, also als erstes Schritt 1, was auf dem Display eines bestimmten Knopfs und gehen wir zu Schritt 2. Drück mal links oben. Also ich drücke auf Nothing. Falsch. Noch einmal und ich bin wieder am Arsch. Auf dem Display steht Read. Wie geschrieben? R-E-A-D. Und die 6 Knöpfe steht Nothing, Okay, Press, Blank, First, Left. Leute, sprecht miteinander. Read, hast du gesagt, ja. Read, steht auf dem Display oben, ja. Noch 2 Minuten 25. Ach so, warte mal. Kannst du nochmal die... Nee, ich hab... Warte mal. Das noch steht, auf... Also Mitte rechts. Mitte rechts steht Blank. Blank. So, und jetzt sag nochmal die Wörter, die da drin stehen. Allgemein ringsherum, ja, meinst du? Ja. Nothing, okay, press, first, left. Okay, dann drück mal zuerst okay. Okay. Ja, hat gepasst. Warte, was, jetzt kommt Neues. Noch? Jetzt kommt Neues. Achso. Jetzt steht oben auf dem Display read, aber R-E-E-D. Und was steht ganz unten links? Right. Also rechts. So, was stehen für Wörter da? Ready, what, no, middle und ooh. Drück mal ready. Sicher. Ich drück jetzt. Hat gepasst, sehr gut, Mischu. Bist, Mann, bist unser Mann. Jetzt steht oben auf dem Display Lead, aber mit einem E, also L, also LED. LED. Ja. Dann, was steht Mitte links? What. What. Und ringsherum steht Press, warte, First. Warte. Ja, okay, wir haben noch 2 Sekunden. Jetzt noch mal Press,
First, ready, no, blank. Nochmal die Wörter bitte. Press, first, ready, blank, no, noch 2 Sekunden. Nein! Ich hab's nicht verstanden. Also verstanden habe ich's, aber jetzt waren die Wörter da nicht mehr mit drin. Oh, herrlich. Aber es waren ja 2 richtig, es kann ja nicht nur Glück gewesen sein, Mischu. Nee, ich hab das Prinzip verstanden, nur du hast doch eben gerade what gehabt da drinnen stehen, ne? Ja, kann sein, keine Ahnung, ich hab's ja alles vorgelesen. Aber hab ich den Rest auch verstanden? Wenn nicht, dann Mischu, erklär mal, weil sonst macht's weiter hier, bumm. Ja, du hast ja oben im Display angenommen, da steht yes. Ja. So, dann, wo das Auge ist, da musst du dann halt Mitte links gucken, was da für ein Wort drinne steht. Angenommen, da steht ready drinne. So, und dann, wenn du die Wörter vorliest, musst du halt gucken, welches in dieser Reihenfolge zuerst da drinne hintersteht. Und das musst du dann drücken. Praktisch, wenn da steht left, press, what, first, dann musst du what drücken, weil es an erster Stelle dann in dieser Liste hier steht. Das ist praktisch wie beim... warte mal, wo konnte man das mit vergleichen? Gar nicht. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Nö. Also, ihr habt da oben das Display. Angenommen, ja. Da steht drinne yes. So, das Auge ist ja, steht ja dann praktisch für Mitte links. Achso, ja. Ja, wenn da angenommen drinne steht ready, guckst du unten in der Liste, stehen ja da Wörter hinter. Und das sind ja dann auch die Wörter teilweise, die da mit drinne stehen, die er vorliest. Und je nachdem, welches Wort er dann vorliest und hier zuerst drinne steht, das muss dann gedrückt werden. Angenommen, es ist okay von diesen ganzen Wörtern, die dann da auch mit drinne stehen, dann muss okay gedrückt werden. Das hat dann Priorität, was zuerst steht. Gott. Ich hab's noch immer nicht. Nein. Also, ich kann dir so weit folgen mit diesem Yes. Da ist ein Auge bei links Mitte. Ja. So, und was ist dann mit dem Wort, das da drinnen steht? So, angenommen, links Mitte steht ready. Ja, warte. So. Ich finde kein ready in der Liste. Ganz oben als erstes Wort ready? Was? Wo? Auf der nächsten Seite steht. Du musst die nächste Seite dafür nehmen, Page 10. Ah! Okay. Da steht doch oben Schritt 2 dann. Oh Mann, ey. Ihr müsst schon lesen. Ja. So, okay. Und dann hast du ja ready, weißt du, und dann liest er ja die Wörter, alle 6 Wörter vor, die dann da stehen. Ja. Und je nach Priorität, welches dann zuerst kommt, muss gedrückt werden. Wenn jetzt, wenn er die Wörter hat, jetzt, was weiß ich, wait, blank, ready und okay. Okay steht ja an erster Stelle in dieser Zeile, muss okay gedrückt werden. Aha, okay. Von links nach rechts die Priorität dann. Okay, jetzt habe ich verstanden. Denn du auch? Oh Mann, ey. Nein. Aber du hast schon gesehen, Rin, dass es unter diesen Kästchen mit den Augen gibt es ja noch so eine Liste mit Wörtern, ne? Ja, eine Seite, das, genau. Also das funktioniert so, dass Stefan uns das Wort sagt, was auf dem Display steht. Okay. Und wenn auf dem Display yes steht, dann hast du diese Tabelle, wo diese Augen drin sind, ne? Und yes wäre zum Beispiel in der ersten Zeile der erste Kasten. Und da ist ja das Auge drauf auf dem Feld mit der auf der linken Seite. Siehst du das? Ja. Geht los. Nein, warte. Sorry, ich hab schon gedrückt. Ja. Und da würde uns Stefan sagen müssen, was für ein Wort da drin steht. Und wenn er uns dann ready sagen würde, dann musst du runterscrollen zu dieser Wörterliste und da steht dann ready drin. Und da geht's dann los, dann muss er die ganzen Wörter dann ansagen. Ja. Wir fangen schon mal an. Ich habe, tut mir leid, aber ich habe aus Versehen gedrückt. Wir haben 6 Kabel. 6 Kabel, 4 davon schwarz, einer gelb, einer rot. 6 Kabel. Nochmal bitte. Da war kein gelbes Bein, ne? Doch, einer gelb. Also 6 Kabel, 4 davon schwarz, einer gelb, einer rot. Einer weiß auch? Nein! Okay. 4 schwarz, einer gelb, einer rot. Dann das vierte, oder? Ja. Passt, sehr gut. Nochmal Kabel. Diesmal 4 Kabel. 1 Kabel gelb, 2 sind gelb. Was sag ich gerade? 4 Kabel, einer weiß, 2 gelb, einer rot. Lass lieber Fragen stellen, das ist für uns einfacher. Hast du mehr als ein rotes Kabel? Nein.
Letzte Kabel gelb? Ja. Kein rotes? Doch. Exakt ein blaues Kabel? Nein. Mehr als ein gelbes Kabel? Ja. Dann das letzte Kabel. Passt. So, wir haben wieder jetzt hier den, oben, wo die Zahl drin kommt. Hier, mit dem Display. Hm. Eine 3. Denkt an aufschreiben. Okay, dann an der dritten Position drücken. Dritte Position ist eine 3, stimmt. Was steht da? Display 1. Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift 4. Ist wieder dritte Position, ist wieder eine 4. Also auf Position 4 oder... mit der Aufschrift 4. Okay, passt. Dann einmal Display 1. Wieder 4 drücken, oder? Die Zahl 4. Die Zahl 4, oder? Welche Position ist das dann? Die Position 3 wäre das dann. Ist die Zahl 4. Hat gepasst. Display 1. In Stufe 1. Also dritte Position, oder? Ja. Also dritte Position wäre Zahl 3. Ja. Hat gepasst. Display 1. Wieder dritte Position, ne? Also, dritte Position, oder? Zahl... Was? Ist eh nur 1. Also dritte Position, ja, drücken oder nicht? Ja. Nein, war falsch. Oh Gott, alles von vorne. Display 4. Vierte Position. Vierte Position ist die Zahl 3, hat gepasst. Display 2. Selbe Position wie Stufe 1, also vierte Position. Vierte Position, Zahl 1, hat gepasst. Display 3. Dritte Position. Dritte Position, Zahl 4. Display 1. Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Stufe 1. Das war die vierte Position. Vierte Position, Zahl 3, hat gepasst. Display 4. Drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 3. Was war jetzt bei 3 nochmal? Zahl 4 war das. Zahl 4 drücke ich. Hat gepasst. Neues Modul, noch 45 Sekunden. Sieht aus wie so ein Pac-Man-Ding. Also da, wo so ein rotes Dreieck ist und ein weißes Viereck und zwei grüne Kreise. Sieht aus wie so eine Pac-Man-Karte. Noch 25 Sekunden. Gott, habt ihr eine Seite? Seite 15. Und ich kann mit den Pfeiltasten kann ich nur oben, unten und seitwärts navigieren. Links, also vorletzte Spalte geht's glaube ich los mit dem roten Dreieck. Also das weiße Licht. Noch 3 Sekunden. Das links oben. Du musst das weiße Licht oben reinlenken. Ich bin tot. Ja, aber es war wieder ein neues Symbol, neues Modul. Oh Gott. Ich krieg nur was Neues. Mist. Verdammt! Ich glaube, diese Folge geht mit dem Namen umher Bombenstimmung, ey. Für dich schon. Oh, herrlich. Aber da sind wieder. Ja, sind wir vorbei mit einer Folge. Meine Güte. Das war jetzt eher so ein Griff ins Klo. Aber ich glaube, das nächste Mal stellen wir jetzt etwas besser an, oder? Was denkt ihr? Ja. Es ist halt immer schwierig, wenn ein neues Modul dazukommt. Ne? Da muss man sich erstmal einlesen und erstmal verstehen, wie es funktioniert. Aber ich denke, wir werden von Folge zu Folge besser. Ja, das glaube ich auch. Also, dann würde ich sagen, hier ist Folge Ende. Uns würde es freuen über einen kleinen Kommentar oder auch einen Daumen hoch, falls ihr es gefällt. Und sagen dann mal bis zum nächsten Mal zum weiteren Diffusen von Bomben. Bis denn.